Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Within mit dem guten Tizi. Ja, hallo und natürlich dem Eichi. Ja, servus. Und wir müssen noch einen Rekruten Ab in die Kaserne. hinzufügen aus unseren Abonnenten. Wir haben hier The Oles, Jesha Sunny, Maki Maki Und und jetzt kommt noch einer dazu. Haben wir noch einen wir haben Soldaten? noch die Rebecca Cook und wir haben natürlich noch unsere Isabel Robert T. Robert T. Die können wir natürlich eigentlich theoretisch gleich abändern, Würde oder? ich auch sagen. Ja, also gut, es ist jetzt schon ein schwerer Soldat. Ja, kannst dich freuen, du bist ein schwerer Soldat. Und zwar ist es Ja, Trommelwirbel, ich muss den Zettel holen. Zettel holen. So, und Und zwar ist das Dixie. 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 Halt. Dixie. Nachname? Das Klo, Das also Klo. Dixie das Klo. Ja, wunderbar. Du bist dabei, freu dich, wir Sehr freuen gut. uns, alle freuen sich. So. So, und jetzt müssen wir noch Leute. Ach, halt, nein, wir müssen ja noch Ja, hier, genau. erstellen. Kopf, mal eine Asiatin oder so? Können wir auch gerne Fände ich ganz machen. cool. Genau. Eine Asiatin aus Ja, Italien. das ist eine asiatische Italienerin, die in Deutschland gegen Aliens kämpft. Gut. Finde ich gut. Mit Stützpunkt in Südamerika. Ach so, ja, wir sind ja Südamerika, vergesse ich immer. Also, das ist jetzt eine italienische Asiatin, die in Deutschland in einem Spiel in Süd. Ja. Ich habe den Faden verloren. Egal. Wurst. Ja? Finde ich cool. Schaut cool aus. Gut. Dann als Asiatin muss man natürlich auch eine Haarfarbe ein bisschen. So Anime-Style meinst du jetzt? Anime-Style Cool. in Lila? Ja, die Frauen in Animes mit lilanen Haaren sind immer die, wo am coolsten sind, finde ich. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir es ja schon. Ich mag ja Animes. Ja. Bin ja ein Anime-Fan. Nerd. Was? Das sagt genau der Richtige. Oh, nein. Ja, erzähl doch mal, was schaust du denn für Animes? Was ich für Animes schaue? Also, ich schaue ganz viele Animes eigentlich. Also erstmal möchte ich sagen, finde ich die Rüstung passend zu den Haaren? Ja, die ist ganz cool. Kann man Ja, eigentlich finde ich lassen. geil. Ja. Ja, was gucke ich für Animes? Du hast ja auch schon mit mir geguckt. Natürlich, näher. Und Also auf jeden Fall ran mal ein halb. Ranma 1/2, ja, ein ganz tolles Anime. Wenn ihr es nicht kennt, schaut rein. Das ist echt cool. Ist schon ein bisschen älter, aber saulustig. Haben wir die komplette Staffel geguckt? Also zumindest bis Oh Gott, zu nee, dem, was in mehrere Deutschland. Staffeln, oder? Ja, die komplette Staffeln, die in Deutschland rausgekommen Genau, sind. Haben richtig. wir geguckt, ich und der Tizi. Ja. Was haben wir denn noch geguckt? Dann. Was habe ich denn noch geguckt? Ganz Ach viel so. eigentlich. Soul Eater. Soul Eater, natürlich. Aber da finde ich aber die Mangas besser. Ja. Die sind echt gut. Die Serie war okay, aber die Mangas sind wesentlich besser. Also wenn ihr Soul Eater nicht kennt und euch das mal reinziehen wollt, kauft euch erst die Mangas. Die sind echt gut. Gut. Deckungsfeuer oder Schredderrakete, kurz mal zwischendurch. Können wir eigentlich mal Schredderrakete machen, ne? Ja. Ja, können wir machen. Also, Flecken, ab sofort mit Schredderrakete. Und hat Cool. den Na Beinamen Disco. Disco! Disco, Disco. Flecken, Disco. Sehr geil. Sau cool. Ja, was habe ich denn noch für Animes geguckt? Das sind so viele. Allein die ganzen Filme. Prinzessin Mononoke zum Beispiel oder Evangelion. Evangelion. Und, oh mein Gott, Hammer-Anime, Hammer-Anime. verdammt, ich weiß mir, wie es heißt. Wie heißt es denn hier Ich mit habe der Schulband? die Titel immer nicht im Kopf. Wie heißt es denn? Mann, sag doch mal. Kaon. Kaon, genau. Kaon. Sehr geil. Sau lustig. Sau gut. Kann man sich mit einer Milch und ein paar Freunden abends echt geben. Oder besser mit der Freundin, ja. Ja. Was habe ich denn noch geguckt? Schnellfeuer oder Ausräuchern? Ich würde sagen. Ausräuchern ist auch schon ganz cool, einfach weil die Feinde die Deckung verlassen. Haben wir auch noch nicht, ne? Haben wir noch nicht, Ich nee. glaube nicht. Nee, dann nimm Ausräuchern. Okay. Weil ich glaube, Schnellfeuer haben wir. Na, kann sein. Glaub schon. Ja, dann natürlich die Klassiker, also Dragon Ball früher Ja, ganz natürlich. viel. Was hast du geguckt? So. Ach Gott. Puh. Ich habe jetzt mir bei
Amazon habe ich mir gekauft, die, kennst du noch Zorro? Ja, das Anime, sehr geil. Sehr geil. Sau cool. Also wenn ihr Zorro mögt und Animes mögt, schaut euch mal dieses alte, ist wirklich alt, Anime von Zorro an. Dann natürlich Saber Rider, das ist ja auch gut, ganz klassisch. Klassiker. Ja. Ich mach mal weiter, okay? Einfach ja, mal so. Ja, kannst du machen. Okay, ja, perfekt. Haben wir schon gleich den nächsten Special-Auftrag. Ein Ratseinsatz. Zweifelhafte Freunde. Oh, jetzt geht das los. Oje, oje, oje. Ein Mitglied der Triaden des chinesisch organisierten Verbrechens hat sich an einen unserer Kontaktleute gewandt. Auch wenn wir an dem Mann selbst kaum Interesse haben, sollte er angeblich ein einzigartiges technologisches Bauteil besitzen. Ja, wir müssen uns das näher ansehen. Weitere Teils übermitteln wir gleich an die Einsatzzentrale. Zwei Wissenschaftler, zwei Ingenieure, 200 Kröten nehmen wir auf jeden Fall mit. Na klar, machen wir. Weil wenn wir die Mission nämlich jetzt erfolgreich abschließen... Können wir Schalenrüstung bauen? Nee, nicht Schalenrüstung. Sondern, was viel geiler ist, haben wir überhaupt im letzten Einsatz gar nicht mitgenommen, die Schalenrüstung. Nein, Offizierschule. Wir haben jetzt den Rang. Ja, ich habe gerade noch mal kurz reingeschaut, während du noch ein bisschen überlegt hast über Anime. Okay, so cool. Kostet nämlich genau 200. 150 das eine und 50 das andere. Dann kriegen wir auch eine Person mehr mit. Das also, ist geil. Also, auf jeden Fall, cool. Einsatz, hau rein, müssen wir. Ja? Ja. Was schaut denn ihr so für Animes? Habt ihr vielleicht für mich und für Tizzy einen Tipp, was man sich so reinziehen kann, was man sich echt mal angucken kann? Ich meine, ich weiß, da gibt es viele. Ich habe auch wesentlich mehr geguckt. Aber könnt ihr mal ein paar Empfehlungen da lassen, wenn ihr welche anschaut. Aber wir schauen natürlich nicht nur Animes. Hier zum Beispiel The Walking Dead. Ja. Hammer. Hammer. Richtig geil. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch ein extrem großer Fan von Game of Thrones. Ja, ich auch. Du hast mich ja darauf gebracht. Ja. Ich habe mich da so ein bisschen immer ferngehalten davon, weil ich habe mal eine Folge geguckt und das fand ich dann nicht so, nee. Aber wenn man das von Anfang an sieht, es ist suchtmachend. Ja, man muss ganz, wissen, wie es weitergeht. Gemein. Inzwischen habe ich auch alle Staffeln. So, würde ich sagen, nehmen wir noch den Gianluca Vella mit. Ja. Dann habe ich dabei jetzt einfach mal für uns rein zwei Schwere, einen Unterstützer, einen Sturm und Maki Maki. Ja, finde ich gut. Ja, das ist eine gute Zusammenstellung. Ja, weiß ich doch. So, Bewaffnung. Gianluca Bähler bekommt ein Medikit. Ja. Und ich würde auch gerne wieder unserem Stürmer ein Medikit geben. Können wir machen. Denk an die Schallenrüstung. Ja, habe ich jetzt auch gleich vor. Auf jeden Fall an unsere neuen Rekruten hängen. Und Achtung, bching, geil, oder? Sau cool. Auf jeden Fall an die Neulinge hängen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Zack. Würde ich sagen, lass mal die Granate. Ja, kannst du lassen. Maki Maki hat seinen ersten Auftritt. Genau. Disco! Flecken. Ja. Bam. Flecken. Dickes Ding. Einwandfrei. Und hier würde ich gern, Gianluca Bähler würde ich gern doch eher das Scope mitgeben, ja, weil die Zielsicherheit einfach schlecht ist. Ja. Dann also, haben wir Joke in One ist auch jetzt. Ja. Schlechtere. Als Unterstützer muss er natürlich das Medikit dabei haben. Hast du jetzt nicht reingemacht? Hab ich nicht? Nein, du hast dich verklickt. Ich habe mich verklickert. 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 Jetzt hat. Genau, einmal Unterstützer, einmal Sturm, Granate für den Neuling, Granate für unseren Schweren und Scope für unseren Schweren. So cool. Okay. Dann sollten wir aber hier noch die Pampe mitnehmen, oder? Ja, kannst du echt machen. Stimmt. Genau, dann haben wir nämlich denjenigen in der Schalenrüstung mit dem Schweren, also mit dem Sturm. Dann haben wir hier unseren Neuen mit der Rüstung. Und hier unseren schweren Soldaten mit auch nochmal dicken, fetten Rüstung. Genau, unseren Disco, unseren Flecken 66. Disco. Vielleicht will er ja auch anders heißen, unser Flecken. Natürlich, kannst wenn er das möchte. Flecken, an neuen... dich eine Nachricht, schreib's rein. Genau, und dann würde ich sagen, start mal los, oder? Let's go. Und da fliegen wir wieder los. Klar, bring ich euch hin. Ast rein. Und es geht schon wieder um den halben Globus. Haben wir eigentlich noch einen Satelliten auf Halde?
zwei Stück, ne? Aber wir müssten noch einen bauen, weil wir können da drei bauen dann. Können drei wir? Hochschicken. Ja, kann sein, ja. Ja, weil wir den Bonus kriegen, weil zwei Satellitenkontrollzentren aneinander sind. So, was haben wir hier? Beijing. Operation Leere Riese. Eskortieren Sie den VIP und das Alien-Artefakt zur Abholstelle. Schalten Sie jeglichen Widerstand aus. Der VIP muss überleben. Kein Problem. Das sagt er jetzt. Sag ich jetzt, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Nee, also pass auf, und zwar die Mission, ja. Ui, erstmal Videofrequenz. Fiji, du Knecht. Sie müssen meine Kontaktleute sein. Niemand, der Vergeltung fürchtet, würde so auftreten. Der Typ ist cool. Nicht viel anders als einen Menschen zu töten. Es wird nicht lange dauern, bis sie merken, dass ich verschwunden bin. Vor allem, da ich dieses Ding dabei habe. Wenn sie mich mitnehmen, gehört es ihnen. Jo, wollen wir haben. Auf jeden Fall, gib die Tasche her. Genau, und wir müssen jetzt nach da hinten. Und, also ich habe die Mission schon ein paar Mal gespielt. Ich muss jetzt gerade ganz ehrlich sagen, doch, ich kenne die Mission. Doch. Finde ich auch ein saucooles Setting. Vor allem, das passt jetzt zum Anime. Genau. Und ich muss sagen, ich bin immer extrem gut gelaufen, wenn ich hier über die rechte Seite mich lang gehangelt habe. Ja, dann hangeln wir doch rechts. Ja. Finde ich cool. Weil da kommen nämlich auch wieder ein paar echt hässliche Aliens. Okay. Und deswegen würde ich auch gleich sagen, hier, pass auf. Maki sieht man jetzt auch schon gleich voll mega durchgepanzert. Naja, mega durchgepanzert. Er ist gut gepanzert, sagen wir es mal so. Naja, aber schau, wenn du daneben schaust, wer ist denn das? Die blonde Schönheit da? Das ist der Penetrator. Der Penetrator hat einen mehr. Ja, ist auch... Weil er höherlevelig ist. Genau. Deswegen habe ich gesagt, die Schutzrüstung an die Neulinge, damit gut. Alle ein bisschen ausgeglichen sind. Ich würde Maki trotzdem ganz gerne einfach mal doppelt laufen lassen und nach hinten schieben. Das ist nicht doppelt. Doch, das ist doppelt. Entschuldigung. Ja, können wir machen. Okay, Makis erster Auftritt. Der Penetrator, ja, Volldeckung dahinter. Und Feldposten. Sehr gut. Oh, mit den Kirschblütenblättern, das ist echt schön hier. Wenn keine Aliens da wären und nicht die Welt kurz vor der Vernichtung wäre, könnte man hier sich echt... Nee, ist aber auch schön gemacht alles, ja. Ne? So, Gianluca Bela auch nach vorne ziehen? Ja, kannst du machen. Ich habe da ja immer so einen Drang, in den Let's Plays zu sagen, wenn mir so ein Spiel so gefällt. So von den Grafiken so, her. So, wollen wir es wagen, ihn nach vorne zu ziehen? Kannst du ja eigentlich machen. Flecken ist gut drauf. Gepanzert, ja. Und auf Feldposten. So, und sein so. Zangen. Ich weiß Zang. Nicht genau, hier hinten hin, würde ich sagen. Volldeckung. Aber er hörte sich Gebote von einer ganzen Reihe von Kaufinteressenten an. Wie werden das ausgeführt? Zang? 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 Und da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Da ist er. Und ja, okay. Ibebe, genau, da war doch hinten noch einer. Reflexschuss, ding, 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 dreimal. Die konnte sich gerade nicht entscheiden, wo sie hinschießen soll, aber okay. Ja, den haben wir auf jeden Fall zerlegt. Mit drei Reflexschüssen. Passt, perfekt. Und... Ich weiß gar nicht, wer getroffen hat. Ist aber auch gerade egal. Ja, und jetzt müssen wir uns da echt drum kümmern. Ja. Sie vielleicht der gleich, ist auf Feldposten, gell? Ja, sie vielleicht gleich wegziehen. Oder ihn, besser gesagt. So, pass auf. Token One war das, glaube ich. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hin, oder? Wird eng. Willst du echt für den Einzelnen, für den Pupsigen? Ja. Echt? Wollen wir uns das nicht aufheben für eventuelle stärkere Gegner? Der hat nur drei Striche. Ja, das Problem ist, wenn wir uns aber jetzt bewegen, bekommt er einen Reflexschuss. Do you know what I mean? Ja gut, wenn du das sagst, pump ihn weg. Und tschüss. Wer war das? Gianluca Bela. Cool. Wurde auch befördert. Hat sich schon rendiert. Sehr schön. Disco, Disco. Disco, Disco. Flecken 66. So, Zangen lassen wir nochmal. Joken One hier vor. Ja. Position. Ja. Ja.
Joken One, Feldposten, so, der Penetrator. Würde ich gern doppelt laufen lassen, und zwar hierhin. Volldeckung, finde ich gut. Wir können natürlich auch mit Sturm und Schuss und auf Feldposten. Wobei, sparen wir uns lieber auf, oder? Würde ich aufsparen jetzt erstmal. Wie lange braucht das? 3 Runden, ne, bis das wieder verfügbar ist? Ja, ich meine schon, genau. So, Maki nach vorne. Ja. Finde ich sehr gut. Ich brauche da eigentlich immer gar nichts dazu sagen, weil du machst das einwandfrei. Also, ich sage immer, ja, läuft. Ganz selten, dass ich mal was sage, ne? So, hier hinten. Abzuliefern. Ja. Läuft. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil der Tizzy beherrscht das Spiel. Merkt man, ja. Oh Gott. Ja, ist so. Du beherrschst das Spiel. Und ich kann da immer wenig... Ich hab nichts gesagt. Kein Wort, kein Wort. Pass auf. Ja, der ist platt. Weiß ich schon. Hier. Zack, zack. Alles im Kopf. Aber der wird jetzt vergiftet. Weiß ich noch nicht, weil er noch nicht an der Reihe war. Beziehungsweise so, jetzt an der Reihe ist. Wir können ihn noch wegziehen, glaube ich. Dann machen wir erstmal hier Platz und ziehen nach vorne. Ja, kannst du machen. In die Ecke rein. Und dann kannst du ihn dann hinter die Volldeckung schicken. So. Hierhin? Ja. Aber als ich die Apparatur sah, bekam ich Angst vor und den Konsequenzen unseres Turms. Und Kopf runter. Duck dich. Doppelt laufen. Und Volldeckung. Hierhin? Ja. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Sehr schön, sehr schön. Bis jetzt bin ich zufrieden. Und zwar würde ich den gern hier hinsetzen. Okay, du meinst, dass da drüben einer auf dem Feld dann kommt, oder? Es kommt ganz ziemlich sicher, in dieser oder der nächsten Runde müsste hier jemand runterkommen. Okay, das ist doch immer random. Das ist doch nie gleich. Nicht ganz. Also der mittlere Punkt wird auf jeden Fall bedient. Okay. Wir können auch gerne theoretisch ihn gleich hier vorne hinsetzen und in der nächsten Runde dann mit Feldposten verweilen lassen. Können wir auch machen. Okay. Joke in One. Ja, würde ich da ins Eck sagen, genau. Und gleich auf Feldposten. Dass wir ein bisschen safe sind. So, und Gianluca Bella ist jetzt die Frage. Ja. Auch vor? Ja, was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen hier vor. Und das in einer dramatischen Action-Szene. So. Alien-Aktivität. Sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Weil jetzt können wir nämlich Whip Disco Disco unseren Disco hier vorne hinsetzen. Okay. Und ja, schau, da ist einer. Mit seiner coolen Sonnenbrille. Und da rennt er schon wie ein Wiesel. Und wir sehen ihn mit 32. Wir können auch theoretisch hier in Deckung gehen. Oder wahlweise auch wieder in Volldeckung gehen. Ja, würde ich auch sagen. Das Leben von Flecken ist mir viel zu viel wert, als dass ich das riskieren würde. So, weiter hierhin, Volldeckung. Wolltest du ihn nicht eigentlich auf Feldposten in der Position setzen? Ja, ja, er sieht nichts. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, da hast du recht. So. Aber ruckelt das Spiel? Nee, ist bloß gerade hier, weil ich hier an der Kante bin und die Kamera... Ah, okay. So, hierhin. Ja, das schaut gut aus. Das oder wir können natürlich auch... Meinst du doppelt laufen? Doppelt laufen und mit Feldposten. Sturm und Schuss? Ja. Genau. Das wäre gar nicht so eine üble Idee. Hierhin? Ja. Und jetzt halt hoffen, dass rechts oben keiner kommt oder ist. Okay. Huh. Perfekt, und es sieht auch niemand was. Auch schön. So, Joken One kann diese Position einnehmen. Perfekt. Die Nachhut sozusagen. Und ich würde sogar die Rauchgranate hier vorne hinschmeißen. Das wäre gar nicht so übel. Das wollte ich auch gerade sagen, dass wir uns da ein bisschen decken. Weil die verwenden wir viel zu selten eigentlich. Und das bringt echt viel. Hier? Ja, so. Dann hast du beide. Schmeiß! Schau mal, springt sogar hier über die Mauer drüber. Das ist doch ein Satz hier. So, das gibt uns nochmal volle Deckung. Und wieder zurück auf Ausgangsposition. Und rein in den Rauch, würde ich sagen. Ja. Definitiv. Vielleicht sehen wir ihn sogar. Nein. Feldposten. Ist egal. Der bewegt sich jetzt eh. Den können wir hier perfekt genau mit reinsetzen. Viel verbrochen.
Aber nun stehen wir alle einem gemeinsamen und in Deckung. Feind gegenüber. Kopf runter. Der Zang, Zung, Zing. Achtung, Commander. Wir haben einen Ching, Chang, Chung. So, die Zentrale meldet sich. Da kommt er doch und da haben wir unsere. Ja. So, jetzt ist er Matsch. Zwei schon mal. Sehr gut. Und wenn er weiter rennt, dürfte der nächste auch in den. Und jawohl. Der nächste. Maki Maki und Penetrator feuert. Oh. Jawohl. Ja. Maki Maki. Sehr gut. Erster Maki, Kill. Maki Maki, erster Kill. Sehr schön. Der Gute. Und flopp, da kommt der nächste runter. Der ist nämlich auch immer da. Weil das sind nämlich die ganz hässlichen Viecher. Und schau, hier beim Bäumchen, sag ich's nicht. Da steht er auf Feldposten. Der Tizzy, da meinst du, der kennt das Spiel. So. So, okay. Und zwar hätte ich jetzt nämlich gern mit unserem Disco mal da drüben eine Disco veranstaltet. Eine richtig tolle Disco. Eine richtig tolle Disco. Disco, Disco. Läuft, oder? Ja, Flecken, hau rein. Mit Vergnügen. Ast rein. Ja. Schöne Grüße von den Erdlingen. Pisser. So, hier vor und Feldposten. Ja, finde ich gut. Die Position ist nicht schlecht. Vielleicht sieht sie auch gleich jemanden. Nein. Nein. Aber ist egal. Wo kein Alien ist, da ist auch nichts zu meckern. Joken One nach vorne. Ast rein. Deckung. Gianluca Bella. Ja, hier. In die Ecke. Genau. Ab in die Ecke mit dir. So, den ziehen wir nach. Ja, dann kannst du Volldeckung hinter den Grabstein. Das sind doch Grabsteine, oder? Ja. Jo. So. Da können wir eigentlich mit vorrücken. Ja, kannst du machen. Dann kriegt er ein bisschen Deckung noch von Maki Maki. Maki. So, und jetzt kommt der Hässliche gleich reingelaufen und kriegt volle Breitseite. Ah, da ist er ja. Jawohl, sehr Ast geil. Rein. Auf die Distanz. Hammer. Wer war das? Und da geht's weiter. Patsch. Ja, dann mach's mal gut. So habe ich mir das vorgestellt. So muss das laufen. Die müssen reinkommen und gleich wieder gehen. Genau, so. Ich würde gern die beiden nachladen lassen. Ja, schaut gut aus. Ist schon ziemlich leer geschossen. Aber wir können trotzdem noch einmal laufen. Mal vorbei. Ja. Genau. Begebe mich auf Position. Hm, okay. Ja. Ja. Hinterfragen wir das mal nicht. Da so. Dasselbe, würde ich sagen. Und zwar hinter dem... Ich würde Disco Disco gerne vorlaufen lassen. Disco Disco? Ja gut, der hat noch nämlich die... die Schredder-Rakete. Die Schredder-Rakete. Und eine Granate. Oh, Schredder, wo jetzt gerade Schredder, apropos Schredder. Die Turtles habe ich auch geguckt. Oh, Hammer. Ja, Turtles auf jeden waren Fall. Cool. Hier hinten hin? Ja. Da gibt es ja auch ein paar coole Games. Ja. Muss man sagen, vor allem auf dem SNES. Da gab es echt schöne Sachen. Das stimmt. Ja, hier hin und nachladen. Klar, kannst du machen. Bin bereit. Okay. Penetrator. Können wir mal hier vorne an die Ecke, meinst du? Da hat er keine Deckung, oder? Da müsste er Deckung haben. Hat er aber nicht. Da, das sind an. So Ecken, die werden nicht gewertet. Dann hier? Ja. Ja, das ist gut. So, da steht ein gelber Minivan. Wobei der auch mal nachladen sollte. Ja, kannst du machen. Definitiv. Ja, wobei, lieber haben wir noch mal einen auf Feldposten und laden. Ja, in der nächsten Runde dann, wenn die anderen nicht mehr alle nachladen. So, Joken One muss man hier irgendwie nachrücken, würde ich sagen. Ja, kannst du vorschicken. Sind genug auf Feldposten gerade. In einer dramatischen Action-Szene. Genau, und da kommt jetzt mal eine runter. Ein dünner Mann. Haha, bin ich gut? Auto? Nee, dahinter. Ach, dahinter steht er? Genau, und... Oh, na oh. Gut. Ja, gut. Naja, aber der ist, Was? Hier, da ganz hinten. Oh mein Gott. Ah, Penetrator haben wir unseren, ja, genau. Ja. Wir hatten, hier vorne Penetrator mit, Shotgun. Nee. Doch, wo ist er? Hier. Doch. Nein, hat schon gestimmt. Er war mit Shotgun, das war nicht der Penetrator, das war... Hier oben, die junge, hübsche Dame, genau. Der Penetrator war das. Sag ich doch, Penetrator. Genau, mit seiner Shotgun, wo du noch gesagt hast, nicht genau. Nachladen, den setzen wir mal lieber auf Feldposten. Und ja. Das war richtig. Das war gut. So, und jetzt haben wir hier nämlich eine Granate, die schmeißen wir nicht einfach in den Bus. Warte mal ganz kurz. Willst du dafür nicht lieber Maki Maki nehmen? Der hat doch auch noch eine Granate, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht, ob er rankommt. Wobei, der kann ja noch laufen. Eben. Aber da müssen wir erst den Rest vorziehen.
Also wir könnten theoretisch hier hinlaufen. Nein, würde ich nicht. Wenn wir eine Granate schmeißen, würde ich genau. Das nicht. Okay, nee, nimm Fleckensgranate. Das ist okay. Ja. Kumpel, mach's mal gut. Das geht. Ich werfe. Hoffentlich landet die jetzt nicht auf Auto da. Doch. Klick. Nein, die fliegt runter. Und jawohl, drei. Und das Auto brennt. Genau, alle drei. Alle drei. Ich habe nicht extra geschaut, dass ich alle drei krieg. Ich würde sagen, nichts riskieren, stehen bleiben, bis die Dinger hochgegangen sind. Also nächste Runde. Genau. Einmal aussetzen mit Feldposten oder nachladen. So, dann setzen wir mal hier, falls der andere dünne Mann uns entgegenkommt. Genau, das wird er auch wahrscheinlich machen. Joking One. Ja, genau. Alle so ein bisschen an die Kante. Aber nachladen? Würde ich noch nicht. Ich würde noch mal auf Feldposten. Okay. So, hier... Gianluca Bella, komm mal da, ja. Hier hinsetzen. Ja, das ist gut. Und auch Feldposten. Wir machen eine Feldpostenparty hier. So, jetzt geht die Party ab da drüben. Ja. Ist mir egal, solange unsere Leute da nicht stehen. Jawohl, da kommt der nächste runter. Nee. Nee, da fliegt das erste Auto in die Luft und so machen wir gleich weiter. Und das nächste. Und wir machen und weiter. Das und das hintere brennt jetzt auch. Sehr gut. Fliegt also der nächste Runde auch in die Luft. Das ist halt ärgerlich, wenn da deine Leute stehen, da ärgerst du dich echt tot. So, nicht vergessen, das Taxi da hinten brennt. Genau, nachladen? Ja. Jetzt können wir aber langsam runterlaufen. Gianluca Vela hier runter? Ja, da ist gute Deckung. Auf Feldposten von der anderen Seite abdecken. Und vielleicht einen an die Kante, würde ich wirklich machen. Hier? Nein, andere Seite. Das so. Wenn von da hinten... Ja, wobei, da kommt nichts mehr. Doch, einer ist noch da. Nein, ich meine da auf der anderen Seite. Okay, aber hier hin. Ja, ist gut. Ich muss natürlich wieder den direkten Weg nehmen. Natürlich. Schaut viel cooler nachladen aus. Nachladen oder auf Feldposten? Feldposten. Einmal noch Feldposten, gell? Ja. So, so den lassen wir mal. Meinst du nicht in dem Bus? Gleich? Ich würde nee, nicht da. Hinsetzen. Erstmal. Steht er da nicht im Qualm? Nee, darf da nicht drin stehen. Da ist er nicht mehr drin. Ja, okay. Wobei, wir können auch doppelt laufen und hier hinsetzen. Das Auto brennt. Ach so, das darf man. Dann hier. Das oder hier hin. Das können wir machen. Aber wenn von hinten einer auftaucht, dann ist hier dann Reflexschuss. Ja gut, aber der kann auch daneben gehen. Ach, babalabab. jetzt werd ich übermütig. Jetzt wird's schlimm. Ja, ich weiß. So. Maki Maki auf jeden Fall... Würde ich sagen, lass mal mit dazuziehen. Ja, dann haben wir zwei da vorne. Das ist ganz okay. Und vielleicht den Zhang jetzt an das Auto ran. Nein, unten. Hier hin? Genau. Oder auf die andere Seite rüber. Hier hin? Nein, andere Seite. Dahin? Genau. Ich sollte dir vielleicht auf dem Bildschirm zeigen, was ich meine. Hier. Ja, genau. Dann ist der nämlich schon ein bisschen näher dran an dem Abholpunkt, weil mit der Zeit schaut es auch langsam. Ja, aus, aber ich möchte die Mission halt in der Folge noch. Ja, auf jeden Fall. Schau, da kommt auch schon Grant, der Penner. Und der Flecken. Ja, jawohl, getroffen hat er auf jeden Fall mit zwei. Einwandfrei. Das ist Bombe. Du kleine Miese. Tja, da kommt der nächste Reflexschuss. Bumm. Na, schade. Ah, Penetrator hat daneben geschossen, aber das passiert. Aber er ist zweimal gelaufen, das heißt, wir werden jetzt ausräuchern. Na, da kommt wieder einer. Flop, flop. Ja, oh nein, der Reflexschuss ist weg. Ja, kein Problem. Sollte kein Problem sein. Ja, ja, alles gut, alles planmäßig. Ich habe jetzt so einen Schreck gekriegt, ich habe jetzt so einen Schock bekommen. So. Pass auf, mein Plan. Oh, jetzt kommt wieder eine Planung vom Tizzy. Wir haben ja noch eine Granate von Maki Maki. Yep. Die passt da ganz gut hinten. Meinst du, die schaut da gut aus? Ja, weil die auf jeden Fall tötet. Ja. Das schmückt ihn doch sehr. Wir wollen aber das Auto nicht. Nein, nicht wirklich, weil... Ja, so. Ja, die steht ihm gut. Hier hast du einen Schmuck und bist weg. Sehr schön. Genau, das Auto war eh schon platt. Ja. So, ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal, oder? 72, ja. Klingt ganz gut. Klar, ich vertraue Penetrator da voll und ganz. Jawohl, Batsch und ich und weiß weg. Auch warum. So, überall qualmt's von von irgendwelchen Alien-Dämpfen, Blut, Gedärmen. Sang hier hin? Ein schöner Tag, ja. Kann man machen. Eine schöne Nacht. Es war nicht Sang, ja dunkel. Verdammt. So, Flecken muss definitiv nachladen. Ja, ab nach hinten. Ab nach hinten und nachladen.
Ja, bis jetzt schaut es ganz gut aus. Aber das verdanken wir Tizzys Wissen von dieser Mission. Viel davon. Hierhin, oder? Ja. Dann sind wir in der nächsten Runde nämlich durch. Genau. Dann können wir ihn reinschicken und dann kann natürlich sein, dass wir da noch ein paar Aliens erledigen müssen. So, Joken One ist nachgeladen und kann hier drinnen absichern. Ja, finde ich gut. Da hat sie einen schönen Überblick. Wobei, nee. Oder hier an die Kante. Hierhin. Hierhin? Ja. Ja, doch, wegen der Höhe. Ja. Sehr gute Höhenvorteil, Idee. Höhenvorteil mit Feldposten. Ja, den sollte man nicht unterschätzen. Das macht einiges aus. So, würde ich sagen, lass mal erstmal reinlaufen, oder? Ja, dann ist der schon mal safe und dann vielleicht ist die Mission dann schon vorbei. Tada! Ja, komm rein! Ich lebe noch, aber mein früheres Dasein ist beendet. Merkwürdig, dass mein Leben solch eine Wendung nimmt, dass ich alte Freunde verrate, Killer. Um einen gemeinsamen Feind zu besiegen. Also eins muss man sagen, der Typ hat Stil. Ja. Und Narben. Und ist von der Triade. Ey, cool. Der Start war jetzt echt cool. Tizzy, hast du gut gemacht. Mach ich gerne für dich. Null Verwundungen. 10 Aliens zerlegt. Einfach grandios. Besser kann man es gar nicht machen. Ich bin sehr stolz auf dich. Auf uns. Auf dich. Auf die Abonnenten. Auf alle. Auf Zang. Nee, der hat nichts gemacht. Doch, der hat ganz am Anfang eins erschossen. Ja, und danach seine Waffe geschmissen, der Trottel. Die war leer, oder? Mit einem Schuss. Dann war er dumm. Oder arm. Konnte sich nicht mehr Patronen leisten. Nein, meine Triade ist ja nicht arm. Okay. Die holen das Geld. Und dann sind die anderen arm. Ah, okay. Weißt du nicht, vielleicht hat er vorher schon gegen Ellie. Und genau so wollte ich das haben. Oh, ist das nicht traumhaft? Freunde, ich freue mich hier in Ast. Ist das schön. Ja. Ja. Geil. Und wir haben einen zweiten Scharfschützen. Maki ist ein Scharfschütze. Geil, Maki, unser Scharfschütze. Bombe. Finde ich cool. Aber Freunde, leider ist die Zeit rum. Genau. Wir werden hier in der nächsten Folge weitermachen. Und richtig. Dann, ja. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.